always look on the bright side of life. Willkommen in deiner Kobaltmine, liebe Ann-Kathrin aus Hamburg-Blankenese. Hier im Kongo schürfen wir den Rohstoff für die Batterien von deinem Elektroauto und arbeiten Tag und Nacht für deine Klimabilanz. Hey Leute, Ann-Kathrin kann ihren Frappuccino to go bald klimaneutral holen. Hey! Hey Garçon, ich kann dich nicht hören. Hey! Alles für Ann! Hoppala, Stollen eingestürzt. Naja, also Kobaltstaub ist eben kein Brokkoli, der ist hochgiftig. Diese Atemschutzmasken mit zwei A2P-Filtern und Luftstromindikator kann sich ja keiner leisten. Vorteil? Weniger Plastikmüll. Ach ja, Kind und Karriere muss im 21. Jahrhundert kein Widerspruch sein. Bei uns machen sogar ziemlich viele Kinder Karriere. Die wären zwar auch gerne auf eine Fridays for Future Demo gegangen, geht aber nicht. Viel zu viel Arbeit. Aber zum Glück kannst du ja mit deinen Kindern mit deinem neuen E-Auto zur Demo fahren. Oh, Mittagspause. Ob es hier was Vernünftiges zu essen gibt, ist jeden Tag ein Glücksspiel. Aber ganz unter uns, Ann-Kathrin, das ist ja in den europäischen Kantinen nicht anders. Was ist denn da los? Tesla auf Rekordhoch. Wichtiger als ranziger Hirsebrei ist ohnehin das gute Gefühl zu wissen, wofür man arbeitet. Wenn wir Arbeiter das Kobalt aus der Erde geschaufelt haben, landet es bei uns Milizen, liebe Ann-Kathrin. Und glaub mir, kein Coaching motiviert mehr als Milizionär im Nacken. Wir verkaufen das Kobalt an die chinesischen Händler und kaufen uns von dem Erlös Waffen für den Bürgerkrieg. So wie die hier. Boah, die ist ja cool. Darf ich mal? Die Chinesen verkaufen das Kobalt an die Batteriehersteller, die ihre Batterie wiederum an VW, Tesla und Co. liefern. Und so kommt das Kobalt auch schließlich zu dir. Liebe Ann-Kathrin, wir gratulieren dir zu deinem neuen Elektroauto und hoffen, dass es dank unserer Hilfe fährt und fährt und fährt. Liebe Grüße aus dem Herzen der Energiewende. Und übrigens, ich soll dir von den Kollegen aus der Diamantmine noch ganz herzlich zu deiner Verlobung gratulieren.